Das Dialogfeld Bild gerade richten weist eine neue Regel zur Korrektur von Linsenverzerrungen auf, der Ihnen mittels einer Vorschau hilft, Kissen- und tannenförmige Verzerrungen schnell und einfach zu korrigieren. Bei kissenförmigen Verzerrungen scheint sich das Foto nach innen zu wölben. Und bei tannenförmigen Verzerrungen, und darum handelt es sich hier, ist eine Wölbung von der Mitte nach außen festzustellen. Tannenförmigen Verzerrungen können korrigiert werden, indem der Regler nach links gezogen wird. Kissenförmige, indem der Regler nach rechts gezogen wird. Mit Hilfe des anpassbaren Gitters kann die Verzerrung mühelos korrigiert werden. Mit dem neuen Hilfsmittel Ebene Maske können Sie einen bearbeitbaren Bereich mit Verlauf entlang paralleler Linien definieren. Die Maske kann angepasst werden, indem die Linien verschoben oder gedreht werden. Sie können auch Maskenmodi mit dem Hilfsmittel Ebene Maske verwenden. In Verbindung mit dem neuen Bokeh-Effekt kann mit diesem Hilfsmittel ein Tilt-Shift-Effekt nachgeahmt werden. Dabei werden Miniaturszenen erzeugt, indem ein Bereich des Fotos scharf und die Bereiche außerhalb der ebenen Maske unscharf dargestellt werden. Die neu verfügbaren Kameraeffekte, Kolorieren, Sepiatönung und Zeitmaschine machen es möglich, historische Fotostile nachzuahmen. Sie können damit Ihren Fotos ein einzigartiges visuelles Aussehen geben. Mit dem Effekt Kolorieren können Sie ein Duplexbild erstellen, indem Sie diesen Effekt dazu verwenden, die Farben eines Bildes durch einen einzelnen Farbton zu ersetzen. Die Sepia-Tönung ahmt ein Foto nach, das mit Sepia-Film aufgenommen wurde. Das ist ähnlich wie ein Graustufenbild, weist aber Brauntöne auf. Mit der Zeitmaschine können Sie unter 7 historischen Fotografiestilen aus den Jahren 1839 bis 1960 auswählen, um Ihren Fotos einen klassischen Look zu verleihen. Wir hoffen, dass Ihnen unser schneller Überblick der neuen Funktionen in Corel Photo Paint gefallen hat. Sie erhalten in den folgenden Videos weitere Tipps und Tricks für Verwendung der neuen und verbesserten Funktionen in CorelDRAW Graphics Suite X7.